So, nun kommen wir zum zweiten Experiment. Für das zweite Experiment benötigen wir wieder Wasser, eine Schüssel oder einen tiefen Teller, Spülmittel und, habe ich aus Pappe einfach ausgeschnitten, ein Boot. Zuerst füllen wir den Teller voll mit Wasser. Aber nicht bis zum Rand, wie vorhin beim ersten Experiment. Das reicht auch schon. Nun nehmen wir ein Papierboot und legen es am Rand des Tellers. Wichtig ist, dass hier die Spitze nach inside und das Ende des Boots nach außen. Ganz vorsichtig legen wir das rein. So, perfekt. Nun brauchen wir, tadam, Spülmittel. Und zwar müssen wir jetzt ein Klecks Spülmittel hier reinpumpen. Nur ein Klecks. Ganz, ganz vorsichtig. Es ist wichtig, dass das hier in dieser Einkerbung reingefügt wird. So, doch bevor wir es machen, was passiert wohl mit dem Boot, wenn ich hier Spülmittel hinzufügen werde? Dann kann es jetzt auch schon losgehen. Und zwar ein Klecks Spülmittel und... Wow! Habt ihr das gesehen? Es ist von hier nach dort geglitten. Wir haben herausgefunden, dass Wasser eine Haut hat. Diese Haut kann sogar ein Papierboot tragen, weil es eine unsichtbare Kraft gibt. Sobald Spülmittel hinzugegeben wird, wird die Wasserhaut zerstört. Das Boot wird in Bewegung gesetzt, weil sich das Spülmittel rasant ausbreitet und die Wasserhaut aufreißt. Entlang dieses Risses wird das Boot mitgezogen.